Wir möchten die gegenseitige Lage von diesen beiden Geraden haben, g und h. Das heißt, wir möchten wissen, liegen die beiden Geraden parallel, identisch, haben sie einen Schnittpunkt oder sind sie windschief? Kurze Anmerkung, es wird nachher rauskommen, dass die Geraden parallel sind. Also, wie gehen wir vor? Natürlich gucken wir uns erstmal die Richtungsvektoren an. Der Richtungsvektor und der Richtungsvektor sind Vielfache voneinander. Woran sieht man das? Wenn ich den unteren mit minus 2 multipliziere, komme ich auf den oberen. Wie könnte man das mathematisch zeigen? Ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, der erste Richtungsvektor, 2, 6, minus 4, ist irgendetwas, also k mal den zweiten Richtungsvektor. Hätte jetzt drei Gleichungen und würde in jeder Gleichung nach k auflösen. Das heißt, in der ersten Gleichung hätte ich 2 gleich k mal minus 1. In der zweiten Gleichung hätte ich 6 gleich k mal minus 3. In der dritten Gleichung hätte ich minus 4 gleich k mal 2. Kriege in jeder Gleichung raus k gleich 2. Und wenn überall das Gleiche rauskommt, sind sie Vielfache. Aber wie gesagt, man dürfte hier das auch einfach erkennen. Also praktisch ohne Rechnung sagen, ah, wenn ich den unteren Richtungsvektor mit minus 2 multipliziere, komme ich auf den oberen Richtungsvektor. Das heißt, die beiden Richtungsvektoren sind Vielfache. Das heißt, meine Geraden sind entweder parallel oder sie sind identisch. Wie unterscheide ich die beiden Fälle jetzt? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist die Standardmöglichkeit, wie immer. Also ich setze die Geraden gleich. Wenn ich nun g gleich h setze, habe ich in der ersten Zeile von g habe ich 2 plus 2r. Gleich, erste Zeile von h ist 1 plus o. R und r, das ist doof. Natürlich möchte ich einen Parameter umbenennen. Es ist immer ungeschickt, wenn beide Parameter gleich heißen. Also, nochmal, erste Zeile von h ist 1 plus s mal minus 1, also 1 minus s. Die zweite Zeile von g ist 3 plus r mal 6, gleich zweite Zeile von h ist 5 minus 3s. Und die dritte Zeile von g ist 4 minus 4r gleich minus 4 plus s mal 2. So, das war erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Was könnte ich machen? Eigentlich egal. Ich multipliziere die obere Gleichung zum Beispiel mit minus 3. Addiere sie zur zweiten, dann fällt mir nämlich das r weg. Das heißt, ich habe 2 mal minus 3 gibt minus 6, plus 3 sind minus 3. 2r mal minus 3 sind minus 6r, plus 6 ist nix, fällt weg. Drüben habe ich 1 mal minus 3 sind minus 3, plus 5 sind 2. Minus s mal minus 3 sind plus 3s, minus 3s ist weg. Das heißt, es fällt alles weg. Dummerweise bleibt mir jetzt aber ein Widerspruch übrig. Und Widerspruch ist in Mathe immer die stärkste Aussage. Das heißt, ich brauche gar nicht weiterrechnen. Ich sage einen Widerspruch, mache ich also so einen tollen Mathematikerblitz. Und das heißt, es gibt keinen Schnittpunkt, oder besser gesagt keinen gemeinsamen Punkt. Und wenn die Geraden g und h keinen gemeinsamen Punkt haben, aber parallel oder identisch sein müssen, dann bleibt nur noch übrig, dass die beiden parallel sind.